Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker 2 Online. Heute leider eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Mitleidsfolge, so eine mitgenommene Folge ohne Webcam, ohne Facecam. Dafür das vernetzte Spielen. Ich weiß nicht genau, was mich erwartet. Habe ich mich jetzt ganz spontan zu entschieden. Warum keine Facecam? Ganz einfach. Ich bin gerade erst aufgestanden, habe mir extra einen Wecker gestellt, damit ich pünktlich diese Folge aufnehmen kann und hochladen kann, damit ihr pünktlich um 1 Uhr eure Super Mario Maker 2 Folge kriegt. Und ja. Achso, ich bin gerade erst aufgestanden und Haare sind nicht gemacht und ich hatte jetzt auch keine Zeit mehr, da jetzt noch irgendwie was großartig in die Haare zu sprühen und deswegen, ne. Ich meine davon ab, dass ich meine Haare sowieso nicht style, aber ja. Oh, warte, solange das hier noch lädt, Moment. Guck mal, 3 Spiele haben wir schon gefunden. An meiner Nase, ey. Die bringt mich noch um. Okay. Ah, 4 Spieler, guck mal. 4 Spieler, guck mal. Wer bin ich jetzt? Toadette, ne? Sammle alle 30er Münzen und erreiche das Ziel. Ja gut, ich versuche mein Bestes. Ich sitze gerade nicht richtig. Moment, ich... Oh, geile Scheiße. Wir hätten da wieder eine Vodafone-Leitung. Nachricht wird gesendet. Man kann ja nicht mal... Hä, wir können uns schon bewegen, aber der Timer... Ey, Nintendo, ganz ehrlich. Ein Stern. Ja, Toddy, dann hol dir den Stern. Ich bin gesprungen, ich wollte es nur sagen. Ich habe den B-Knopf gedrückt. Ich kann aber auch nichts machen, ne? Plus reagiert gar nicht. Ach ja. Ich präsentiere euch hiermit den Nintendo Online-Modus von Super Mario Maker 2. Ja, genau, mach dem Toddy den Weg frei. Ja, was ist jetzt los? Respawne ich nicht mal? Ey, Alter, wer programmiert denn so eine Scheiße? Das macht doch keinen Spaß, das will doch niemand. Kann nicht der mit der O2-Leitung nicht wenigstens rausgehen? Ich weiß nicht, O2, ist das gut? Weiß ich nicht. Kumpel von mir hat O2-Leitung, oder? Nee, Handy-Dingensbumsen da. Ach, keine Ahnung, kenne ich mich nicht mit aus. Schön, laut Geräusch bin ich schon da, aber... Sehen tue ich davon nichts. Ach ja. Ach,
den Content, den ich euch heute biete, ist auch unglaublich, ne? Wo kann man denn hier? Also Plus geht gar nicht. Liegt das jetzt am Controller? Ähnlich, dass jetzt hier die Plus-Taste kaputt ist. Weil normalerweise gibt es doch hier so ein kleines Menü, wo man aufgeben kann. Na, ganz ehrlich, das will ich mir nicht geben. Sorry. Scheiß drauf. Boah, Nintendo. So, und jetzt passt mal auf, was jetzt passiert. Freundesanfrage, leckt mich. Kann gar nicht, oder? Ich weiß nicht. Ja, los mal hin hier. Ja, ja, quatsch ich um den heißen Brei. So, Nintendo zieht mir jetzt nämlich Punkte ab, glaube ich. Weil bei der letzten Gegeneinander-Partie die Verbindung unterbrochen wurde, sind deine Wertespunkte gesunken. Und nicht, weil unser Modus so schlechte Verbindungen hat, sondern weil du das nicht machen sollst. Also wir können da überhaupt nichts für. Klar. Klar. Ist. Ja. Ja. Klar. Ist. Ja, legitim. Ja, klar, völlig. Ja, also. Adam. Hi, wo ist Eva? Seesaw-Tilt. So. Ja, die Verbindung ist auf jeden Fall deutlich besser. Ah, bei Toddy ist wohl O2-Leitung am Start und ich bin gerade... Nein, geh weg, hau ab. Boah, Alter, ich kann das gewinnen. Ja, ich hab gewonnen. Geil, easy. Die Verbindung war jetzt nicht die beste, muss ich sagen, aber naja. Es war auf jeden Fall deutlich flüssiger und deutlich spielbarer. Und das ist auch ein Level, den man auch ruhig im Gegeneinander-Modus spielen kann. Wenn die Verbindung natürlich noch besser wäre, aber dafür kann das Level ja nichts. 172 Punkte, was? Oha. Ich bin der Einzige, der noch im D-Rang ist und ich habe gewonnen. Jetzt fällt mir mal ganz spontan etwas ein, was ich euch, liebe Zuschauer, fragen kann. Und zwar könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und zwar, ob ich mal einen Super Mario Maker 2 Livestream machen soll. Und zwar hier auf YouTube. Sonst streame ich ja immer nur auf Twitch, ne? Einfach der Gemütlichkeit halber und weil die Community schon etwas größer ist und weil... Ja, einfach weil ich Twitch dafür besser geeignet finde, wenn man mal in einem langen Stream auch mal drei verschiedene Spiele spielt. Auf YouTube ist das eher unpassend, sagen wir so. Ja, es ist, ja. Hier die Verbindung ist natürlich wieder 1A, ne? Super Nintendo. Aber Hauptsache mir versus Online-Punkte abziehen. Das ist ganz wichtig, ne? Ja, Mario, gönn dir. Das Schöne ist, durch das Power-Up, was ich ihm jetzt gegeben habe, so mehr oder weniger, wurde er ja groß. Und dadurch konnte er sich eine ganz kurze Zeit nicht bewegen. So, hier, ob ich nicht auf YouTube auch mal so einen Super Mario Maker 2 Livestream machen soll. Und dann spielen wir einfach hier das vernetzte Spielen. Und dann halt einfach der Gegeneinander-Modus. Und dann halt bis zum bestimmten Rang.
Oder bis zum Rage Quit, je nachdem. Oh, rein da, Mädchen. Nein, ich hätte sie fast überholen können. Glaube ich, weiß ich nicht. Los, Fishbones, schnappt sie euch. Ja, schnappt sie euch. Ja, schnappt sie euch, schnappt sie euch. Die Verbindung, ne, ist, ganz ehrlich, Nintendo. Aber Hauptsache mir Punkte abziehen, ne. Weil ich keinen Bock habe auf so eine Verbindung. Das ist doch lächerlich. Ich meine, die ziehen einem da, glaube ich, 3, 4, 5 Punkte ab, ne. Aber es ist trotzdem überhaupt nicht gerechtfertigt. Überhaupt nicht legitim. Da, guck mal, der hat jetzt aufgegeben. Jetzt geht der Plusknopf auf einmal. Hä? Was ist das denn? Da ist jetzt das Ziel, ne? Ja. So, das Schöne ist, da ich jetzt auch an der Zielbahne oder an der Zielstange bin, kriege ich nicht so viele Punkte abgezogen, aber es ist trotzdem überhaupt nicht verdient. Ich wollte es nur gesagt haben. Das Level konnte man eigentlich ganz gut im Gegeneinander-Modus spielen, wenn die Verbindung nicht so scheiße gewesen wäre. Minus ein Punkt, ey, ganz ehrlich. Ich sag dir so, wie es ist, wenn die Verbindung besser gewesen wäre, hätte ich das gewonnen. So. So ein Dreck hier. Also bis jetzt hatten wir echt noch keine gute Verbindung. Doch, das Level vorhin. Wo ich halt auch gewonnen habe. Das war in Ordnung. Das Level war in Ordnung, die Verbindung war in Ordnung. Schon wieder bin ich Luigi. So, wer von euch hat jetzt hier eine schlechte Verbindung? Erreiche das Ziel mit aktivem Superstern. Oh Gott. Was gibt es? Das Level muss laden. Ach du Scheiße. Ey, ganz ehrlich, wer baut denn solche dummen Level? Oh, guckt euch diese Kacke an, ey. Hey, warum fliege ich denn jetzt auf einmal so hoch? Ciao. Das Schlimme ist ja Toad. Oder haben die hier ihre Fähigkeiten? Oh! Alter, was ein Lack. Alter, was ein Lack. Okay, an Toadettes Stelle würde ich jetzt rumragen wie sonst was. Die war eigentlich... Die lag vorne, ne? Ich habe gewonnen. Ja, ich habe gewonnen. Das L an der Fahne sagt alles. Oh Gott. Darf ich das hier bitte? Hallo. Es darf... Ja. Hauptsache, der Screen ist flüssig, ne? Ah, war so ein Mittelding. Es tut mir echt leid, dass die Level heute... Was heißt die Level? Die Level sind in Ordnung, aber dass die Verbindungen so extremer Bullshit sind heute, das tut mir echt leid. Ich kann da echt nichts für. Es ist einfach nur erbärmlich. Uah. Meine Nase, ey. Mitspieler für Gegeneinander werden gesucht. Bitte warten. Abbrechen. Ja, am liebsten ja. Hyper Basti. Das ist ein cooler Name. So,
So, was haben wir diesmal? New Super Mario Bros. U. Dash? Warte, was heißt Dash? Dash ist, Oh, die Verbindung ist in Ordnung. Oh nein, oh nein, oh nein. Hier kann man... Will man das? Alter Mario, bist du denn des Wahnsinns? Das ist doch ein Automatik-Level. Oder? Nee. Ey, ich bin Luigi, ne? Ach du Scheiße. Alleine ja, aber gegeneinander, Alter. Warum leckt das? Nee. Warte, ich hab ne Idee. Obwohl, ob das klappen wird? Nee. Wo willst denn du da landen? Warte, da ist irgendwo ein geheimer Stern. Wett dich drum. Nein? Hä? Was? Und wie hat der Levelbauer dieses Level geschafft? Man muss das Level ja erst einmal schaffen, um es dann hochladen zu dürfen. Damit man halt beweisen kann, ja, dieses Level kann man schaffen. Hier ist kein Stern. Nee. Ganz ehrlich, Da sitze ich morgen früh noch dran. Neustart für alle, ja, bringt ja nichts. Du hast aufgegeben. Eigentlich kann man das Level gut im Online-Modus spielen, aber es ist halt verdammt schwer. Minus 6 Punkte. Weißt du, ich werde bestraft. Hoppala. Ich werde bestraft, obwohl das Level so scheiße ist. Klar. Weil ich das Level ja auch erstellt und gebaut habe. Klar, ist völlig legitim. Ich werde dafür bestraft, indem ich Punkte abgezogen kriege, obwohl das Level so scheiße ist. Klar, ist... Klar, macht Sinn. Ich würde im echten Leben auch, keine Ahnung. Ein Kind auf dem Spielplatz, das Scheiße baut, links liegen lassen und darf ein anderes Kind bestrafen, weil das da gerade rumstand. Weißt du? Ja, klar, wer macht sowas nicht, ne? Scheuert sowas. Na, verpiss dich. Ich bin erst in der Röhre gewesen. Was ist das denn jetzt hier? Ciao. Ciao. Nein, scheiße. Online Red Coins. Da ist ein Yoshi, da geht's dann weiter. Gottchen, warte. Ja, warte, wenn... Ja, da ist doch die... Wenn ich die jetzt einsammle, haben die die alle. Nein, ich muss die einsammeln, dann habe ich den Schlüssel. Nein, dann habe ich den Schlüssel. Hau ab. Geh weg. Blöde Kuh. Naja, rüstet euch mal ruhig aus. Ja. Mein Yoshi. Ciao. Sie ist zu langsam. Sie ist zu langsam. Sie ist viel zu langsam. Ciao. Oh nein, ein Bosskampf. Junge, was hast du dir dabei gedacht? Und der hat auch noch einen Schlüssel. Ja gut, Alte. Nein, ich will meinen Yoshi haben. Warte, wenn ich ihn jetzt ganz schnell besiege. Was? Warum er? Ich hatte den Schlüssel. Absolut. Nein. Ich hatte den Schlüssel. Ich habe Bowser besiegt. Das hat jeder gesehen. Warum hat er gewonnen? Warum? Ich hatte den Schlüssel. Warum? Nintendo, ey, ganz ehrlich, das macht echt keinen Spaß. Also, ich habe echt für vieles Verständnis, ne? Ich bin ein sehr humorvoller Mensch, aber das ist echt absoluter Kack. Warum Buu? Weil ihr so schlecht seid, oder was? Ich hatte den Schlüssel. Ich habe die Tür geöffnet. Gay. Ja, gay steht da. Da steht nicht geil, da steht gay. Nein, der kann da ja nichts für. Aber trotzdem absolut... absolut nicht legitim. Gut, Leute. Heute mal mit ein bisschen mehr Rage.
Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen wieder bei einer neuen Folge Super Mario Maker 2 und ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen oder unterhalten und ja, das mit der Frage, ob ich nicht mal einen Super Mario Maker 2 Livestream machen soll, hier auf YouTube. Wenn ihr da irgendwelche Meinungen habt oder Vorschläge oder whatever, einfach in die Kommentare schreiben. Ich lese mir die gerne durch und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss, haut rein.